In Südfrankreich, ganz in der Nähe von Saint-Tropez, ist Ingrid Belz täglich unterwegs, um Hunden zu helfen. Immer mit dabei? Ihre drei eigenen Geretteten. Die deutsche Tierschützerin lebt seit 16 Jahren hier und kümmert sich um Tiere, die chancenlos sind. Wir fahren heute in zwei Auffang- und Tötungsstationen, die wir betreuen. Da sind wir im Prinzip der einzige Verein. Das heißt, es ist leider wirklich so, wenn wir die Hunde nicht übernehmen würden, würden sie nach dem Ablauf getötet werden. Denn in Frankreich ist es legal, Tiere nach einer Frist von 8 Tagen einzuschläfern. Das war am Anfang schockierend, deswegen bin ich auch im Tierschutz gelandet. Das war für mich irgendwie unvorstellbar, dass man hier so leichtfertig mit dem Leben der Hunde umgeht. Das zwar irgendwo bedauert, aber letztendlich nicht besonders schlimm findet. Die erste Station für heute. Eine Tötung in dem kleinen Ferienort Roquebaron. Hier sitzen knapp 30 Hunde, die sehnsüchtig auf Ingrids Hilfe warten. Alle Zwinger sind belegt, vor allem mit Rassehunden. Und täglich kommen neue Tiere rein. Und wenn die Kapazitäten erschöpft sind, bleibt den Betreibern der Tötung nichts anderes übrig, als einzuschläfern. Ich bin nicht glücklich mit diesem Gesetz. Ich kann zwar verstehen, wenn man Tiere einschläfert, die schon alt sind, denn wir haben einfach sehr viele Tiere in Frankreich. Aber wenn es um junge, gesunde Tiere geht, dann ist es schlimm, sie zu töten. Doch wir arbeiten eng mit Ingrid zusammen und versuchen immer, eine Lösung zu finden, damit wir unsere Tiere hier nicht mehr einschläfern müssen. Denn das tut hier niemand gerne. Aber das Tötungsgesetz lässt kaum Spielraum. Jedes Tier, das reinkommt, landet automatisch in den sogenannten Fourieren. Die Fourieren, das sind die offiziellen Auffang- und Tötungsstationen in Frankreich. Fundhunde werden dort 8 Werktage aufbewahrt, gehen dann in das Eigentum des Fourierbesitzers über. In der Regel werden sie dann eingeschläfert, wenn kein Verein sie übernimmt. Das Gesetz ist völlig unzivilisiert für Westeuropa. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Hinzu kommt, die Zustände in der Tötung sind fragwürdig. Es gibt weder Heizung noch einen Innenzwinger. Dafür ist einfach kein Geld da. Ingrid hat deshalb Hundehütten besorgt und aus eigener Tasche bezahlt. Und trotzdem werden viele der Tiere krank, besonders bei dem kalten Wind vom Meer. So auch dieser 2-jährige Rüde. Das hier ist mein Sorgenkind Brandy. Er zittert, er friert wirklich, er hat Probleme. Ich denke, dass er wahrscheinlich auch schon eine Blasenentzündung hat. Und deswegen hoffe ich, dass ich Janine überzeugen kann, dass sie ihn mit nach Hause nimmt als Gasthund, als Pflegehund, dass er hier aus der Kälte raus kann. Damit Ingrid Notfällen wie Brandy schnell helfen kann, arbeitet sie eng mit der französischen Tierschützerin Janine Ecoiffier zusammen. Ich suche einen Platz für den Breton. Er ist bestimmt verträglich. Janine will erst mal ein Auge auf Brandy werfen und sehen, wie er sich mit anderen Hunden versteht. Denn sie hat selbst 2 zu Hause. Mal sehen, ob Brandy mit Ingrids Hunden klarkommt. Der Rüde verhält sich vorbildlich. Wird Janine ihn jetzt mitnehmen? Ich sehe sehr schnell, wie ein Hund ist. Und Brandy hat einen tollen Charakter. Er ist verträglich und menschenbezogen. Ich nehme ihn. Lass uns gehen. Janine ist eine sehr freundliche Französin, die das mit sehr viel Herzblut macht, die auch Angsthunde sehr gut aufbauen kann. Sie hat schon mehrere Hunde von uns aufgenommen, die wirklich nur auf dem Boden in der Ecke lagen. Und es wurde mit jeder Woche besser. Das macht dann richtig Spaß. Doch für jeden Hund, der die Tötung verlässt, kommen täglich 2 neue rein. Vor allem reinrassige Tiere landen hier. Denn die sind in Frankreich für wenig Geld an jeder Ecke zu bekommen. Auf Welpenmärkten oder in Tiergeschäften. Ich hoffe sehr, dass es bald weniger Hunde werden. Denn bisher gab es keine Zuchtregeln. Aber seit kurzem gibt es ein Gesetz, das die Zucht von Tieren beschränkt. Privatleute dürfen das ohne Vorkenntnisse nicht mehr. Sie müssen ein Gewerbe anmelden und Steuern zahlen. Es wird sicher noch eine Weile dauern, aber ich bin zuversichtlich, dass es bald weniger Hunde geben wird. Und bis dahin hat Ingrid neben der Tötungsstation ein paar Zwinger angemietet und umgebaut, um Hunde nach Ablauf der 8 Tage fristgerecht zu übernehmen. Diese Zwinger sind beheizt und schützen die Hunde vor Wind und Regen. Für viele Tiere
die einzige Chance. Nach dem Ablauf müssen wir die Hunde übernehmen, sonst würden sie ja getötet werden. Und dann haben wir hier die Pension. Das ist die Lebensrettung für die Hunde und das ist die Basis unserer Arbeit. Ohne eine Pension könnten wir unsere Tierschutzarbeit hier überhaupt nicht vornehmen. Auch der dreijährige Finn wäre schon längst tot, hätte ihn Ingrid hier nicht untergebracht. Er wurde jahrelang für die Jagd benutzt und tappte dabei in eine Schlagfalle. Schwer verletzt wurde er zum Sterben zurückgelassen. Es ist ja einfach ein Gegenstand für die Jäger, wie für andere ein Sportgerät. Die Jäger sagen ja hier auch, sie haben zwei richtige Hunde und dann noch ein paar Jagdhunde. Er ist dadurch wirklich richtig traumatisiert gewesen und er hat sich schon super gemacht. Es ist einfach jetzt ein richtiges Schmuckstückchen, der nur noch einfach eine Familie braucht. Ein neues Zuhause sucht Ingrid in Frankreich oder Deutschland. Damit das gelingt, werden alle Tiere in den Pensionszwängern gut sozialisiert. Regelmäßig kommen deshalb ehrenamtliche Helfer, die sich um die Tiere kümmern. Früher wurden die Gassigeher bezahlt. Jetzt haben wir eine Sonderregelung getroffen. Für jeden Tag in der Woche, die sie Hunde ausführen, bezahlen wir ihnen einen Pensionsplatz für eigene Rettungsaktionen. Das heißt, wir geben immer noch Geld aus, aber dafür werden schon wieder drei Hunde gerettet. Und ich denke, das macht Sinn. Und wie? Die engagierten Tierfreunde gehen dreimal in der Woche mit den Hunden spazieren und nehmen sich für jedes Tier ausreichend Zeit. Die Rettung für Hunde wie Finn, die so viel Schlimmes erlebt haben. Wenn die Hunde hier ankommen, haben sie oft Angst vor allem und kennen einfach nichts. Wir gehen mit ihnen spazieren, gewöhnen sie an Menschen und andere Hunde und holen sie damit zurück ins Leben. So haben sie die Chance, schnell adoptiert zu werden. Der Lohn für unsere Arbeit ist das Glück der Hunde, denn das macht uns glücklich. Und für jeden vermittelten Hund kann ein neuer nachrücken, der ansonsten getötet werden würde. So auch diese kleine Hündin, die Ingrid aus der Tötung geholt hat und heute mitnehmen möchte. Doch in der Box im Kofferraum möchte sie nicht bleiben. Sie macht totales Theater. Das ist Myrte, eine kleine Shih Tzu. Es ist wirklich ein Hund, der traumatisiert ist durch die Abgabe und wirklich richtig Verlassensängste hat. Wie wir das so schlimm ganz selten erleben. Und jetzt? Ja, jetzt wird sie wohl einer von uns immer abwechselnd tragen. Deshalb geht es mit Myrte auf dem Beifahrersitz weiter zur nächsten Station. Ortswechsel. Im 800 Kilometer entfernten Elsass liegt das Tierheim Hagenau, nahe der deutschen Grenze. Hier ist Platz für 80 Hunde. Im Moment sind hier aber mehr als 100 untergebracht, Tendenz steigend. Auch hier wieder Rassehunde ohne Ende. Doch die Chance, vermittelt zu werden, ist gering, wenn es Welpen überall zu kaufen gibt. In Frankreich gibt es so viele Haustiere wie in keinem anderen Land Europas. Und zwar 64 Millionen. Trotzdem töten wir nicht, sondern tun alles, um eine Lösung für jedes einzelne Tier zu finden. Aber nur nach Frankreich zu vermitteln, würde bei der großen Anzahl an Tieren nicht reichen. Und deshalb ist oft die einzige Lösung eine Vermittlung ins Ausland. Denn würden wir das nicht tun, könnte es sein, dass auch wir gezwungen wären, Tiere einzuschläfern. Aber da wir eben in angrenzende Länder vermitteln, müssen wir das nicht, weil wir eine viel größere Chance haben, ein Zuhause für jedes einzelne Tier zu finden. Gerade für Sorgenkinder wie Gina und Madame sind Interessenten aus Deutschland oft die einzige Rettung. Die zwei Bernhardiner haben schwere Arthrose und zu allem Überfluss hat sich Gina in dem unbeheizten Zwinger noch eine Blasenentzündung geholt. Groß und auch noch krank. In Frankreich will kaum jemand solche Hunde haben. Wir können ihnen ein warmes Plätzchen zu Hause bieten, wo sie gestreichelt werden, wo sie betütelt werden und wo sie einfach jetzt noch einen schönen Lebensabend haben können. Ich bin sehr emotional, weil ich habe auch die letzten Nächte nicht sehr viel geschlafen, weil es mir einfach so ans Herz geht zu sehen, dass sie hier in diesem Käfig sind. Und wir lieben Bernhardiner immer schon. Wir haben schon zwei andere Bernhardiner gerettet. Unser Leben sind die Bernhardiner. Doch so sehr sich alle ein neues Zuhause für die zwei wünschen, gibt es da ein Problem. Jeanette hat bereits einen Bernhardiner. Unser Bruno ist wirklich sehr nett. Das wird sich zeigen. Es könnte sein, dass sich die Hunde nicht verstehen, weil einer zu dominant ist. Das müssen wir erst mal ausprobieren. Wir werden schauen, ob das klappt oder nicht. Wenn das nicht klappt, wir können nicht die Adoption machen.
Um einschätzen zu können, ob sich die drei Hunde verstehen, geht's zu einem 7 Kilometer entfernten Gelände. Das gehört dem Hundetrainer Philippe Fossel, der für das Tierheim arbeitet. Er soll entscheiden, ob die Bernhardiner an Jeanette vermittelt werden können. Man soll ja nicht nervös sein, aber das ist immer etwas schwierig dann. Ja? Jetzt heißt es Daumen drücken. Bruno wird zu den anderen aufs Gelände gelassen und geht sofort auf Gina zu. Der erste Kontakt ist geschafft. Aber was sagt der Hundetrainer? Denn nur wenn er zustimmt, dürfen Gina und Madame in ihr neues Zuhause nach Deutschland. Das sieht doch gut aus. Bei so einer Zusammenführung ist es wichtig, dass niemand die Hunde anfasst, streichelt oder mit ihnen redet, denn das kann zu einem Konflikt führen. Ich lasse sie einfach in Ruhe ihre Hierarchie finden und dann klappt das so super wie hier. Wenn das jetzt schon so ganz gut klappt, dann wird es auch richtig gut klappen. Ich bin sehr erleichtert gerade, ja. Damit ist es also offiziell. Okay, let's go. Okay, dann lasst uns gehen und den Vermittlungsvertrag fertig machen. Wir machen die Papier. Zurück im Tierheim Hagenau bereitet Sabine alle Unterlagen für die Adoption vor, damit Gina und Madame legal über die Grenze kommen. Auch nach der Vermittlung will das Tierheim sicher gehen, dass es den Hunden gut geht. Wir vermitteln über 40% unserer Tiere nach Deutschland, wollen aber natürlich nicht, dass sie wieder zurückkommen, nur weil es Probleme gibt. Deshalb arbeiten wir dort mit Vereinen zusammen, die dieselben Richtlinien haben wie wir und zum Beispiel Vor- und Nachkontrollen machen. Und deshalb funktioniert das auch so gut. Hey, ja, jetzt geht's in euer neues Zuhause, ja, meine Schnuppen. Gina und Madame trennen jetzt nur noch 2 Stunden Fahrt von ihrem neuen Leben in Deutschland. Zurück in Südfrankreich, an der Côte d'Azur. Hier ist die deutsche Tierschützerin Ingrid Belz in ihrer letzten Station für heute angekommen, einer Tötung in der Gemeinde Carnoul. Idyllisch gelegen, aber abgeschieden. Interessenten für die Hunde kommen so gut wie nie vorbei. Wenn ein Tier in der Tötung in Südfrankreich landet, ist das ein Todesurteil. In 8 Tagen findet es keine neuen Besitzer. Um nicht einschläfern zu müssen, haben wir der Tötungsstation ein Tierheim angeschlossen. Wenn ein Tier nach der Frist nicht adoptiert wird, kommt es in das Tierheim, damit wir mehr Zeit haben, eine Familie zu finden. Aber so weit ab vom Schuss ist das schwierig. Deshalb arbeitet Ingrid mit der Betreiberin zusammen und kümmert sich um die Vermittlung der Hunde. Und damit die bis dahin ausreichend Bewegung haben, musste sich die deutsche Tierschützerin etwas einfallen lassen. Denn Gassigeher gibt es hier auch nicht. Und ohne Ingrids Hilfe würden die Hunde nur in ihren Zwingern sitzen. Das ist ein Auslauf, den wir gebaut haben, weil wir hier die Hunde nicht draußen ausführen können. Es fehlt einfach die Möglichkeit. Deswegen haben wir hier einen kleinen Park gemacht, dass wir wenigstens die Hunde mal rennen lassen können, wenn wir da sind. Ingrid nutzt den Freilauf gleichzeitig, um den Charakter der Tiere einschätzen zu können. Denn nur so kann sie das passende Zuhause finden und entscheiden, ob die Hunde überhaupt schon vermittelbar sind. Das will sie heute auch bei Astor herausfinden. Der 2-jährige Hütehund kam völlig verängstigt in die Tötung und biss aus lauter Angst um sich. Wir sind uns absolut sicher, dass der Hund schwer misshandelt wurde. Der war wirklich voller Panik, wenn er nur Menschen gesehen hat. Und der kroch wirklich auf den Boden. Das konnte man sich gar nicht vorstellen. Ein Riesenfortschritt gegenüber letzte Woche. Es ist also richtig schön zu sehen, alleine wie er sich eben schon so entspannt hat und den Bauch gezeigt hat. Das ist schön. Aber Astor ist noch sehr unsicher. Deshalb entscheidet Ingrid, dass es für eine Vermittlung zu früh ist. Aber einer kommt heute doch noch mit. Und der wartet schon ganz ungeduldig in seinem Zwinger. Das ist Teddy, den ich mitnehmen will. Der Border Collie, der hat eine Pflegestelle in Deutschland. Als namenloses Fundtier kam der 2-jährige Rüde in die Tötung. Ein Polizist hat ihn völlig verwahrlost in einem Wald gefunden. Ingrid hat ihn liebevoll wieder aufgepäppelt. Und durch sie bekommt Teddy jetzt seine 2. Chance. Das ist so richtig schön. Da strahlt man innerlich gleich mit. Das macht dann Freude. Und wenn ich dann abgebe in der Familie, ist es dann noch mal schöner.